Konnichiwa, meine Freunde. Und ich habe schon wieder fast das Mikrofon umgekickt. Und zwar ist mir etwas gerade über den Weg gelaufen. Und zwar ist es so, dass ich gerade gehört habe von einem wunderschönen japanischen Actionfilm, der für die Gerechtigkeit bzw. eher für seine Sache kämpft. Und zwar ist das Hentai Kamen. Und ich habe mir gedacht, ich gebe mir mal mit euch jetzt den Trailer. Ich kenne den noch nicht. Ich habe so einen ganz kurzen Ausschnitt gesehen und so ein Bild. Lass doch mal einfach ganz kurz gucken, was denn da passiert. Es gibt einen deutschen Trailer und den zeigen wir jetzt in 3, 2, 1. Let's go! Die Welt hat einen neuen Helden. Okay, sieht nach einem Japaner. Ich schaue mal aus mit Unterhose. Guck dir ja, Mann. Freak an. Ich bin hier, um solche Wichser wie euch zu bestrafen. Ich bin Hentai Kamen. Okay, ich muss sagen. Du hast nicht das Recht, einen Schlüpfer über deinem Gesicht zu tragen. Ich glaube, der kommt dann in den japanischen Reich nochmal geiler. Menschen müssen nicht ständig gegeneinander kämpfen. So ist es. Ich bin kein Perverser. Ah, seine Maske ist cool. Ich bin kein Perverser. Ich will, dass du in meine Fußstapfen trittst. Als ein perverser Superheld. Ich auch. Die ganze Welt wird dir danken. Gib deinen Schlüpfer her. Im 21. Jahrhundert heißt Perversion so viel wie Gerechtigkeit. Aber ey, nicer Buddy, was ist los? Sie nicht, den zu decken. Ja. Oh Gott! Und dieser Bohrradanzug, ne, dazu. Oder hier Bondage. Was zur Hölle? Kiyoseke! Was? Tierficken? Hat er jetzt nicht gesagt, oder? Das sind Eier aus Stahl. Die goldene Powerbombe. Und vor allem, die Blu-ray hat den Schlüpfer dabei, Leute. Die hat den Schlüpfer dabei. Nur damit ihr auch Bescheid wisst. Oh mein Gott. Also, die lassen sich schon immer wieder was Neues einfallen. Ich sag jetzt mal so, als Manga kann ich mir das echt ganz gut vorstellen. Als, beziehungsweise auch als Anime. Als Realverfilmung hart. Hart und. Das ist nicht das Einzige, so was Hartes. Ja, genau. Was haltet ihr von diesem Film? Würdet ihr ihn euch anschauen? Und wir sollten uns mal ein Kino mieten und das alles zusammen anschauen, oder? Was meint ihr? Seid ihr auch dabei, oder was? Sayonara!